Mein Name ist Gülşah Adili und das ist die zweitbeste Sendung auf der ganzen Welt. Gerade nach Dr. Bock von SRF kommt Zoom Kaboom. Programm ist das, was ich daraus mache. Also es gibt nicht so, einfach so, die Sendung ist immer so, es ist immer etwas anders. Was immer gleich ist, ist, dass ich da bin. Und was nie gleich ist, ist zum Beispiel, dass man innen anrufen kann. Manchmal habe ich keine Zeit und du kannst nicht innen anrufen. Und manchmal habe ich Zeit und du kannst innen anrufen. Wenn du heute möchtest, innen anrufen, probieren. 044 307 1551. Ich habe sie fast auswendig gewusst. Und du kannst sogar innen faxen. Das ist kein Witz, du kannst innen faxen. Wir haben auch immer ein Hauptthema in dieser Sendung. Heute ist das Hauptthema Anja Zeidler und Pickel-Ausdruck-Videos. Hallo Anja Zeidler. Hallo Gülşah. Jetzt bist du endlich da. Endlich, ich habe mich gefreut. Wo bist du? Jetzt gerade vorher. Ja. Ja, wo kommst du? In Zürich noch ein Lunchmeeting und vorher in Luzern daheim im Bett gemütlich. Wann bist du aufgestanden? Am 11. Es gibt vielleicht Leute, die dich nicht kennen, oder? Mhm. Also das sind einfach so die zwei oder drei, die im Koma gelegen sind die letzten vier Jahre. Du bist eine sogenannte Influencerin. Genau. Und ich hasse ja Influencer. Genau. Aber es gibt ein paar, die ich sehr gerne habe. Und du gehörst dazu. Ey, das kann ich einfach immer noch nicht glauben. Weil ich weiss, du bist einfach knallhart. Also Gülşah Adili ist ja knallhart. Ja. Und nein, ich weiss, dass du Influencerinnen vor allem hasst. Ja. Und darum bin ich überrascht. Also nicht hassen. Ich... Das stimmt ja, du magst schon sie einfach nicht. Aber du findest sie einfach doof. Ich finde, es gibt einfach so ein paar Leute, wo ich so denke, Alte, komm mal klar. Ja, oh mein Gott, das ist... Ich denke, das Problem ist halt auch, dass jede Affe gemeint, sie ist jetzt auch noch Influencerin. Ja. Oder? Aber ich finde es cool, dass du mich magst, dass du mich gerne hast. Das hätte ich einfach nicht gedacht. Das ist nur ein Zufall, Anja, weil wir uns zufälligerweise halt kennengelernt haben. Ja. Wenn man dich kennenlernt, man kann dich nur gerne haben. Also das ist auch... So. Das habe ich mega schön gefunden, weil du mir das vorhin erzählt hast in der Maske. Du hast auch gedacht, als du mich dort in Engelberg mal kennengelernt hast, also einem Workout, hast du gedacht, oh, jetzt kommt die, ich kann es kaum erwarten, über sie abzulästern. Und hast gesagt, du hast mich kennengelernt und hast gesagt, ich sei ganz anders, als du gedacht hast. Ja, voll. Es hat mich genervt, dass ich jetzt dachte, nein, why is she so nice? Nein, aber es ist schon mega schön, ist schon mega toll. Und ich habe das Gefühl, du wirst manchmal auch falsch verstanden und die Medien picken sich das raus, was sie wollen und so weiter und so fort. Und noch ganz kurz, wir müssen es abhandeln. Deine Brüste, du bist eine Frau, du hast Brüste. Ich bin auch eine Frau, ich habe auch Brüste. Frauen haben das anscheinend, habe ich so gehört sagen. Voll. Und es gibt Frauen, die haben grosse, kleine und so. Und sie verändern sich auch. Haben wir das Thema abgehakt? Das Thema haben wir abgehakt, dass du siehst, ich bin hier wieder all natural. Und ja, du siehst, auch ich habe Brüste als Frau. Du siehst einfach schön aus und du strahlst, das ist alles gut. Und danke, easy. Ebenfalls. Und jetzt können wir noch... Also, du findest mich auch schön. Ja, ich finde dich wunderschön, Gülşah. Sympathisch, auch... herzig und schön. Tanisha hat mich ja auch eine Stunde geschminkt. Mich auch. Weißt du, wie ich meine? Das sehe ich auch so. Hey, nein, ich finde es jetzt mega gemacht. Also, ein Kompliment an Tanisha für Hair und Make-up. Gefällt mir mega gut. Aber wir, komm öfters zu dir. Weißt du, wenn wir jetzt nur über Hair und Make-up reden, dann heisst es wieder Frau oder ja, über genau. Hair und Make-up. Komm, wir reden über etwas anderes. Komm, wir reden über etwas, was man nicht erwarten würde. Über, wann ist man ein Influencer? An wie viele Follower? Du, wenn ist man ein Influencer, wie viele Follower? Wie gesagt, das ist so ein moderner Beruf, der schießt so ein bisschen aus dem Boden. Jeder würde das gerne machen, es ist so ein bisschen der neue Traumjob. Und es ist auch mega cool. Eben, ich habe vorhin gesagt, gemütlich am 11 Uhr aufstehen. Also, das ist natürlich schon in jedem Tag so, aber es ist halt durchaus so, du kannst dir deinen Alltag selber bestimmen. Also, du bist halt selbstständig. Und ja, meine Aufgabe ist es, meine Videos zu bringen, meine Posts zu bringen. Und dann natürlich viele cool, viele das Gefühl, ah, cool, die postet nur so ein bisschen Fotos. Aber ich sage mal, so ein YouTube-Video zu machen, das ist, ich würde sagen, fast so viel Aufwand wie eine Sendung vorzubereiten. Oder? Du brauchst auch ein Konzept, du musst auch das filmen, du musst auch das schneiden. Und bei Posts genau gleich. Es muss jeden Tag etwas kommen, es muss immer spannend sein, es muss immer aktuell sein. So ein bisschen, ja, wie ein Medium in einer Sendung. Und wenn du das gut machst und wenn du Leute hast, die das cool finden, dann also die Followerzahl ist eigentlich egal, finde ich. Wenn du deinen Content bringst und wenn du da auch Jobs hast, oder wenn du es kannst, ja, monetarisieren kannst, wenn du Firmen hast, die sagen, hey, wir finden dich cool, wegen entweder deiner Followerzahl, wegen deinem Image, wegen deinem was auch immer, dann, glaube ich, kann man das Influencer nennen, oder? Ja. Bin ich zum Beispiel auch eine Influencerin? Ich denke schon. Ich meine, du hast sicher auch schon den einen oder anderen Sponsored Post machen können. Nein, irgendwie. Das mache ich eben nicht. Du hast aber auch eine grosse Reichweite auf Instagram. Ich finde, ich weiß auch nicht... Du bist so ein bisschen allgemein gegen das, gell?
ich habe einfach wie so, ich habe extrem, ich habe wirklich so, ich finde, ich habe extrem Angst vor dem, mich so in das hineinzulassen, okay, und hineinzuwagen, weil ich finde, das ist so wie, ich habe keine Ahnung, ich kann es jetzt auch nicht so mega krass in Wort fassen, ja, aber es ist so ein Bereich, wo ich so wie finde, du musst natürlich, ja, schon ein bisschen der Typ dazu sein, genau, also weißt, eben zum, für die, die das vielleicht noch nicht können, was ein Influencer ist, das ist halt so ein bisschen wie Werbung. Oder? Also du kommst von einer Firma ein Produkt über und du musst das bewerben via Social Media. Anstatt dass die Werbung in einem Magazin ist, auf einem Plakat, wo auch immer, ist sie halt auf einer Social Media Plattform. Aber schlussendlich ist halt einfach wichtig, dass auch Firmen zu dir kommen wollen, dass du deinen Account spannend gestaltest. Du kannst nicht nur Werbung, Werbung, Werbung bringen. Klar. Wenn am Fernsehen nur Werbung, Werbung, Werbung kommt, schaltest du um. Und wenn ich nur Werbung, Werbung, Werbung bringe, musst du mich deabonnieren, weil dann nervt es. Darum musst du so eine Kombination aus Werbung, aus Privatleben, aus was dich sonst gerade noch so beschäftigt. Und für das musst du halt schon definitiv eine Person sein, die mit der Öffentlichkeit umgehen kann und auch ein Stück weit gerne in der Öffentlichkeit steht. Aber ich denke, du hättest jetzt auch Influencer-Potenzial. Du redest mehr als ich. Ich rede sehr viel. Das ist ja krass. Soll ich gerade die Sendung übernehmen? Hey, übernimm! Mach einfach. Das ist wirklich krass. Normalerweise, wenn ich gestern, tut es mir so leid, weil ich alles aus der Nase ziehen, ich sehe, so überfahren und jetzt so. Aber ich weiß ja auch, ich meine, wir haben ja so, wir tun uns ja via Instagram und auch via Facebook, tun wir uns einmal so hin und her schicken. Genau. Und ich weiß ja, dass du nicht mega, nicht unbedingt so super neutral bist gegenüber anderen Influencern. Also es gibt auch, du schaust ja einmal auch die Influencer und denkst so, oh Gott, wie, ja, peinlich. Gut, das denken sicher auch viele über mich. Aber ich denke, das ist auch ein Stück weit menschlich, dass du nicht alles gut findest. Und auch ich finde ein paar Sachen gut, ein paar Sachen weniger gut. Und klar, wir haben auch schon festgestellt, wir finden teilweise ähnliche Sachen weniger gut. Und ich denke, das ist menschlich und das dürfte auch so sein. Es, ja, gibt auch Sachen, die wir beide sehr gut finden. Ja, wir haben ja letztes Jahr mal irgendwie bei einem gemeinsamen Freund zu Nacht gegessen. Ja. Und dann haben wir, also beim Znacht quasi wie mitbekommen voneinander, dass wir gerne Pickel-Ausdrücke-Videos, genau, haben. Eine gemeinsame Leidenschaft haben wir entdeckt. Also ich habe nicht nur gerne Pickel-Ausdrücke-Videos, ich habe auch, wenn ich bei jemandem einen Pickel sehe, also nicht einfach bei irgendjemandem, aber bei jemandem, den ich kenne, also bei einer Kollegin oder beim Freund, ich kann einfach nicht von dem Pickel wegschauen. Ich will am liebsten weg, ich will den ausdrücken. Ja. Ich liebe mir das. Mir ist auch egal, ob es eine fremde Person ist. Really, sicher. Ja, bei einer ganz fremden Person habe ich dann schon eher noch Hemmungen. Du bist da hardcore, hä? Wirklich hardcore, ja, und auch ohne Handwäsche. Ich bin auch die, die auf jedes WC sitzt. Okay, das ist ein, krass, ganz anderes Thema. Ja. Ich schweife ein bisschen ab. Alles gut. Aber Kevin, darf ich das? Ich meine, du bist jetzt da quasi wie. Du bist jetzt da, ist schön. Mhm. Und Anja und ich, wir sind ja hartgesottene. Ja. Und ich würde jetzt dir. Ich würde jetzt wie. Die Reaktion von einem normalen Menschen, nicht von so einem Abgespaceden wie wir sind, würde ich jetzt gerne so ein Pickel-Ausdruck-Video zeigen. Oh ja, für die Regie, es ist das, was 22 Sekunden ist. Es ist so. Ich kann das bald nicht schauen. Ich hätte jetzt schon schwitzige Hände. Ich freue mich schon. So, ich liebe das zu schauen. Bist du ready? Das ist so entspannend. Ja. Können wir das bitte auf dem Screen zeigen für den Kevin Berner? Also. Oh oh. Achtung. Wo ist er? Wo ist er? Unter dem. Unter dem Tüchel. Ah, da, ja. Wow. Achtung. Achtung. Wow. Das ist kein normaler Pickel. Oh. Schau, wie es rauskommt. Es ist so. Das ist so krass. Mm. Aber weißt du, die normalen Leute finden es einfach grusig. Ja. Okay, man muss schon sagen, das ist jetzt auch so ein Hardcore-Fall. Aber ich weiß auch nicht, ich schaue das einfach gerne. Das ist, glaube ich, etwas, das würde man von mir wahrscheinlich nicht denken. Und das ist auch so, aber so ich kann da nicht wegschauen, wenn es auf Instagram kommt. Es ist so ein Mischding. Ich kann so, bei mir tut sich auch mal so ein Speichel im Maul sammeln. Wie vor einem geilen Essen oder wie vor einem Erbrechen. Ja, so also, eine es ist sehr ein schmaler Grad, oder? Mhm. Und jetzt gibt es ein Video, das du mir mal geschickt hast via, ja, Facebook. Ja. Und ich möchte einfach die Leute warnen, aber, ja, wirklich, es ist unglaublich alles widerlich. Also heute im Schnitt hat der Kater mir gesagt, Gülsa, was machst du da eigentlich mit mir? Es ist wirklich Und wenn du einfach, keine Ahnung, wenn du irgendwelche, wenn du so ein bisschen Zartgemüt bist, oder vielleicht auch nicht ein Zartgemüt, es wird jetzt ganz, ganz nasty. Es sind keine Pickel, es sind Würm und es ist kein Mensch, es ist ein Hund. Sollen wir das Fullscreen laufen lassen oder auch wieder auf dem Screen? Wir schauen jetzt, yeah, mal auf dem Screen. Das ist es. Doch ein Hard, das ist schon Hardcore. Nein. Okay.
Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist auch wirklich für mich an der Grenze. Das ist wirklich grenzenfällig. Das ist wirklich ein bisschen grusig. Aber weißt du, so normale Pickel-Videos sind einfach geil zu schauen. Aber das ist... Wow, schau das an. Wow! Aber ich schaue es eben gern. Aber bei diesem Video... Ich habe es einfach etwa 8-mal geschaut, wirklich. Aber ich habe es dir geschickt, ich habe es einer anderen Kollegin geschickt. Und alle sagten, du bist einfach krank. Aber... Wow. Das hat mich wirklich verstört. Und ich habe immer wieder mal so... Weißt du, ohne Händchen, schau mal. Ich weiss. Manchmal sitzt du doch im Tram und es kommt da ein lustiger Witz in den Sinn, der mal erzählt worden ist. Und dann lachst du wieder im Tram allein vor dich. Ja, genau. Und im Tram ist mir eben auch das Video ein bisschen in den Sinn gekommen. Und ich dachte, oh, das ist schon mal ein neues Level von Grusigkeit. Also ich glaube, wir sind recht harsch jetzt an das Thema her, weil das hätten wir wahrscheinlich von uns nicht erwartet. Und dass wir jetzt mit so einem Einsteiger-Video kommen, haben wir jetzt gerade alle Zuschauer verstört mit so einem Hundewurm-Video. Jetzt ist das Telefon noch reingekommen. Au. Oh. Also, schauen wir doch mal. Komm, ich nehme ab. Ja. Hallo? Ja, hallo, da ist Anja hallo, Zeidler. Hallo, das ist Fritzli. Hi, Fritzli. Ich habe mir Schienen gemacht. Tschüss! Tschüss! Danke, Fritzli. Fritzli hat sich Schienennägel gemacht. Ja. Spannend, hä? Ja, voll. Was die Welt bewegt. Ich glaube, er tut mit dem auch eingehen auf mein Watson-Video, wo ich mich über Schienennägel aufgeregt habe. Ah. Ich habe jetzt das auch genommen. Hast du auch keine? Ich habe keine mehr. Nein, du hast keine mehr. Nein. Ich bin auch in Phase nachher. Ich habe sowieso nicht mehr. Keine Wimpern mehr, nein. Kein Haar bis oben, keine Bubs mehr, keine Nägel mehr. Aber ich habe die Phase auch durchgemacht. Ich finde Fritzli gut. Auch. Du hast wirklich eine gute Entwicklung. Fritzli, folge mir doch auf Instagram. Mega schön. Dann kannst du dich inspirieren. Anja, hör auf, so viel reden! Es ist immer eine Minisendung, come on! Hey, ich nehme das Ruder wieder in die Hand. Und jetzt machen wir ein kleines Spiel mit der Anja. Und zwar, ja. Anja, wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man, dass du nicht nur kannst, in die Kamera reinheben, was du isst. Das machen die Influencer so. Sondern du kannst jedes einzelne Lied mitrappen, mitsingen. Ja, das muss ich dazu sagen, ich schon ein kleines Kind können. Ich habe kein Wort Englisch können, aber ich kann mir den Text immer merken. Ich mache jetzt ein Quiz mit dir. Oh Gott, okay. Und schau mal, wie gut du bist. Der Kevin wird ein Lied anspielen. Ja. Und dann nachher noch ungefähr 5 bis 7 Sekunden anhalten. Also. Und dann mal schauen, ob du mitrappen kannst. Okay, ich muss dazu noch sagen, ich kann mitrappen, ich kann mir Texte merken, aber ich kann nicht singen. Ich singe schrecklich. Also erwartet keine schöne Stimme. Du bist bei uns in guter Gesellschaft. Aber ich hoffe jetzt, die Texte sitzen. Jetzt schauen wir mal. Also mach mal. Ich bin immer noch ein bisschen Zeit für diese Videos, gell? Das macht mich fertig. Ja, es ist... Du musst das ist mir komplett... Ah ja, er ist völlig gestört. Ja, aber kannst du reinklicken? Natürlich. Geht das? Natürlich. Entschuldigung, ich kann das schon wissen. Okay. Ah. Ich weiss nicht. Hör mal das Lied. Warte, bis der Text kommt. Ja. Baby, baby. When we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped into one with a ribbon on it. And all of a sudden, you went and left. I didn't know how to follow. It's like a shock that spun me around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. And I never gave myself to another the way I gave it to you. Don't even recognize the ways you hurt me, do you? Gonna take a miracle to bring me back, and you're the one to blame. Ich würde sagen, der Punkt geht an dich. Ist das zum Glück hat er das genommen. Das war einfach. Das war einfach. Okay, jetzt machen wir mal. Hast du noch einen schwierigen? Mach mal einen schwierigen. Einen schwierigen? Ja. Ich weiß nicht, wie schwierig das der ist. Aha, ja, Moment. I fly with the stars in the skies. I am no longer trying to survive. I believe that life is a prize, and to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire, and yes, I call the shots. I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. In this very moment, I'm king. In this very moment, I slay. Go live with the sling. This very moment, I bring. Put it on everything that I will retire with the ring. And I will retire with the crown. Yes. No, I'm not lucky. I'm blessed. Yes. Clap for the heavyweight champ. Me. Because I couldn't do it all alone. We. Young money raised me. Groomed and faced me. Stars to Jamaica. Queens and it's crazy. Because I'm still hood. Hollywood couldn't face me. Shout out to my haters. Sorry that you couldn't face me. And being cocky, which is vindicated. Best belief that what we've done this morning will be syndicated. I don't know. This mind just remind me of everything they deprived me of. Und so weiter und so fort. Hi. Der zweite Punkt geht auch. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte noch etwas besser singen. Hey, wie geht das? Hey, ich weiß einfach ohne Scheiß nicht. Also ich wünschte, ich könnte noch etwas besser singen. Dann könnte ich da etwas daraus werden, aber ich kann wirklich nicht singen. Aber ich kann mir einfach all die Texte merken. Ich höre ein Lied,
zwei, drei Mal und es ist einfach da innen. Also es ist schon in der Schule, ich war mega gut in Diktat. Ich hatte jedem Diktat einen Sechser. Mhm. Ich schaue etwas an, ich kann es mir einfach merken. Also mal schauen, ob du den dritten Song auch nicht merken kannst. Der ist sicher mega, mega schwierig für dich. Ist von einem Künstler, den du vielleicht nicht so gut auch kennst. Er ist eher so ein Newcomer. Er ist eher underground auch. Er ist eher underground, okay. Ja. Okay, okay. Hit it. Ist schon dran. Oh, ja. Genau. Okay, okay, okay. Ich warte auf seinen Part. Ich warte noch ein paar Sekunden. Ich kann mir wieder fuck das doch. Ich schieße Laserstrahlen aus meinem Fenster auf die Stormtrooper in der Meer. Warte, jetzt kommt Hook. Ich mache aber seinen Part. Das ist lustiger. Also, mal lass mal. Okay, ich kann es. Soll ich weiterlaufen? Ja. Schau mal zurück, sag mir, kannst du sie sehen? Laserstrahlen auf die Stormtrooper in der Meer. Kannst du schnell? Kannst du nicht? Also, natürlich nicht. Shutdown, level up. Check Young Emika, Playoff Champions League gegen Benzema. Fick deinen Anzug, dreckige Teams auf dem Teppich beim SMA. Fuck. Was? Wie war ihr Hänger? Scheiße. Fick deinen Anzug, dreckige Teams auf dem Teppich beim SMA. Ja, jetzt müssten wir helfen, meine Freunde. Also, müssen wir helfen. Aber ja. Jetzt gehen wir ein bisschen auf. Ja, lass mich schnell ein bisschen. Dreckige Teams auf dem Teppich beim SMA. Hashtag Nullfin Number One. Es ist für mich wie der King, like no other one. Und von dem Sound, den du machst, bin ich Vatermann, du Ho. Warte, nein, schau, sie weiss ich nicht. Lass weiter, lass weiter. Ja? Lass mich weiterlaufen. Ja. Dann weiss ich bin um, du weisst, ich bin um. Digga, perforieren meine Feinde wie Bullets. Ich bin erste Bullet. Wir sind alte Kellen für die Misskiss. CH Rapper, ich bin der Nice, wenn ich komme. Haben wir keine mehr gefunden. Mann, alles tot in nur einer Sekunde. Pass mal den Cup, pass mal den Primo, die Jungs sind im Modus. Du wolltest mir inhalten, schau doch bei Dokus. Mach den Fisch, Digga, ASAP, wir sind ready für Hate, Digga, Payback. Fick den Fake Ass, sie sind 2000 late, ich Frauenfeld, Mainnet, Mama, ein Mate. Ja. Ich sage, es gibt 2/3 Punkte. 2/3, ja, ist traurig. Aber ist immer ich hätte einfach meinen Freund verkackt. Sorry. Aber immerhin. Aber ich habe es gewusst. Ist alles okay, ja. Anja, wir sind im Fall, ohne Scheiß, wir sind schon am Schluss angelangt. Sicher, haben wir so viel geredet. Ja, du. Mia. Also, ja, Mia. Du, Anja. Er hätte das noch gedacht. Ich habe noch einen kleinen Preis für dich. Ein Preis? Und zwar ist das CD von Mike Schieber, weil du halt 2,5 Punkte gemacht hast. Schön. Voilà, das danke. Ist für dich. Wow. Danke, sehr bist du cool. Da, Anja. Dann kann ich doch, was sind das Songs von ihm, oder was ist das? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann's, sonst könnte ich dich doch auch noch auswendig lernen und in der nächsten Sendung dann kommst du wieder mal? Ich würde sehr gerne wieder mal. Du kannst ja auch eine Sendung haben. Hey, Claudia Lesser kann nicht Anja Zeigler auch eine Sendung haben. Reden kann sie auch. Ja, das wäre doch cool. Ja, also. Ja. Gut, so kannst du auch meine übernehmen. Oder du kannst den Job von Kevin übernehmen. Oder das. Danke nochmal, Kevin. Bist du da gewesen? Ich danke dir. Dass, geht's wieder? Ja, ich bin ein bisschen schwitzig noch, aber es macht mich. So werden Aliens geboren, glaube so wie im letzten Video, das wir gesehen haben. Oder so kann man auch mega gut aufhören essen. Ja, ich glaube, die nächsten 3 Wochen ist gestrichen. Ist gerade vorbei, ja. Ja, voll. Das war's. Super. Detox. Freut mich, wenn ich dir auch helfen kann. Sachen Fitness und Ernährung, gell? Sehr schön. Das war's mit unserer Sendung, oder? Ja. Wir sind fertig. Soll ich die Abmodi machen oder machst sie du? Mach du eine Abmodi, also, ja. Danke herzlich fürs Zuschauen. Es hat uns sehr gefreut. Wie immer, jeden Mittwoch ab der 6. Gülşah Dilli live für euch hier auf Teleclub Zoom.